Aber wie würden die Menschen irgendwann auf einen perfekten Roboter reagieren? Robothespian soll das Leben mit Hilfe einer Maschine nachstellen. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing in a cloud, so dark up above. Robothespian, eine Entwicklung von Engineered Arts Limited, ist schon live im Theater aufgetreten. Zusammen mit echten Schauspielern. Als Unterhaltungsroboter gebaut, ist er zugleich eine Forschungsplattform, um herauszufinden, welche Elemente einen Roboter menschlich wirken lassen. Wenn Sie diesen Roboter sehen, sollen Sie ihn als eine Person wahrnehmen, nicht als einen Haufen Metall. Das ist das Ziel von Robothespian, sich bewegen und reden und verhalten wie ein Mensch, damit man glaubt, er wäre ein Mensch. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble.